Was bist du für eine Missgeburt? Perfekt getroffen. Ganz im Ernst. Ja. Nee. Oh, nein! Oh Gott! Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Road to Varo. Heute mit Syndicate Games und dem lieben Manu. Hallo! Hallo! Na? Hallo, es ist wieder so, wir nehmen wieder ungefähr mittags oder ein bisschen morgens auf. Die Sonne strahlt schon wieder volle Kanne an meinem Fenster, aber diesmal habe ich die Helligkeit noch ein bisschen runtergepegelt. Ich hoffe, ich bin nicht viel zu stark überbelichtet. Das, ich kann nichts dafür, weil ich habe so, wie nennt man das, Gardinen, die nicht so mega krass die Sonne abhalten. Gut, Manu, ich freue dich heraus. Wir fangen diesmal mit Floating Islands an. Ach scheiße, ich habe aber Equipped gemacht. Oh. Oh, hä? Ich kann ihm was auswählen. Ja, ich habe aber vergessen, wie es jetzt geht. Holzschwert. Scheiße, ich hab gar nichts ausgewählt. Ah. Ich habe gar nichts ausgewählt. Countdown. Ich habe es einfach weggedrückt. Ich habe auch nichts. Okay, ich habe auch nichts. Die Sache ist die, Manu, wenn ich manchmal laut rede, dann hört man mich in deinen Boxen doppelt. Das haben die Leute auch in meine... Ja, jetzt schon wieder gerade. Wenn du redest und ich rede mit in der gleichen Zeit, dann hört man mich immer doppelt. Das haben ja auch sehr viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass man mich ja, das liegt halt an dem Mikrofon jetzt auch, ne? Vorher war es ja nicht so. Deswegen vielleicht, ein Headset tragen? Ein Headset oder... wir sind komplett ausgerüstet mit einer Rüstung. Ah ja, stimmt. Okay, wir haben eine komplette Rüstung an. Na okay. Egal, da haben wir ja beide. Ja gut, dann... Wollen wir uns treffen? Ja, nee, ich finde dich jetzt und dann zerfick ich dich. Tschüss. Alter! Boah, ist das peinlich. Was? Runtergefallen? Ich bin jetzt zweimal an derselben Stelle runtergefallen und das war richtig arm. Richtig arm. Aber wo bist du, Manu? Ich weiß es nicht. An deinem Spawn? Bin in der Matrix. Wo bist du denn? An deinem Spawn bin ich. An deinem Spawn? An meinem Spawn? Ja. Was machst du denn da? Ich wollte dich besuchen. Ach so. Na dann. Ich wollte dich einfach besuchen. Aber du hast keinen Kuchen. Mann. Doch, hab ich. Nee, hast du nicht. Ich komme runter, warte. Ach, du bist da oben drin? Ich bin oben auf dem Schiff, ja, ich komm mal runter. Nee, dann komm ich zu dir. Komm nicht zu mir, bitte. Ich hab auch daneben geworfen. Du bist auf dem Schiff, ich komm dich besuchen. Ich bin nicht mehr auf dem Schiff. Oh, hä? Da bist du. Hallo. Alter. Hey, du hast eine Eisenrüstung. Hä, nein, Kettenrüstung habe ich. Ja, ich hab Ach eine Ach so, du hast eine Lederrüstung. Du hast eine Lederrüstung, aber hast du dafür eine Waffe? Hast du dafür eine Waffe? Ja. Ne, verzauberte oder was? Weiß ich nicht, ob da eine verzaubert. Ja, irgendwie ist sie verzaubert. Alter, wie unfair. Ja. Das zählen wir nicht mit rein, okay, Wir machen jetzt ein Best of Five. Aber ohne dieses Equipped-Ding. Okay. So, das zählen wir nicht mit rein. Das ist einfach alles als Bonusrunde. So, unequipped. Nochmal. Okay. Das war aus Versehen, habe ich da drauf gedrückt, weil ich ein bisschen dumm bin in den Kopf. Wolltest du einen Freekill? Ich wollte einen Freekill, aber den habe ich jetzt auch bekommen. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Die Sonne geht, glaube ich, jetzt wieder auf und dann habe ich genau das gleiche Problem wie immer. Dass ich langsam überbelichtet werde. Doch geil. Du bist ein Engel. Ja, das ist echt nicht perfekt. Ah, hier ist das. Was suchst du denn? Ah, ja. Ne, schon gut. Ich hab da gerade was gefunden. Ja? Ja. Okay, cool. Für mich? Ich hab noch nichts gefunden, nee, leider nicht. Okay. Komm noch mal zu dir. Hallo? Okay. Oh, der Bogen! Das war gut. Wie viel hast du noch? Der Fall war richtig gut. Der Fall war perfekt. Wie viel hast du noch? Halbes Herz. Halbes Herz? Alter. Ja, der Fall hat den entscheidenden Punkt ausgemacht. Ey, woher wusstest du, dass ich da unten bin? Ich hab dich gesehen. Ich bin runtergegangen, hab dich gesehen. Okay, du darfst eine Map aussuchen. Nein. Okay, dann suche ich das. Nein. Dann nehme ich einfach mal Ravine. Revan. Hä? Was denn? Was ist denn das für eine Map? Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Ja, egal, Abwechslung. Ach, unfairer Vorteil wieder, ne? Ich kenne die Map auch nicht. Ja. So. So, ein Dia-Schwert habe ich. Oh ja, das ist auch das, was ich gerade in meiner ersten Kiste gefunden habe. Echt? Mhm. Ist echt praktisch, dass wir beide so gute Sachen haben. Hä, wo ist denn hier eine Kiste? Ach, Mann. Ja, gute Frage. Was ist denn das für eine Map? Ich hab keine Ahnung, Manu. Und sind keine Kisten.
Oh shit, ey, ich finde echt keine Waffe. Ich muss mich beeilen. Ich auch nicht. Nee, du hast schon eine. Nee. Doch, du hast ein Dia-Schwert. Ach so, ja, okay. Zählt das als Waffe? Nee. Zählt als Werkzeug, ne? Ja. Als Mordinstrument. Ja, siehst du. Also habe ich keine Waffe. Aber vielleicht ist da eine Waffe drin. Nee, auch nicht. Ja, sehr gut. Da bist du, Manu. Ach, hallo. Hallo, wenn du keine Waffe hast, dann lass einfach mit der Faust prügeln. Nee. Doch. Nein, folg mir nicht. Folg mir auf Twitter. Okay, ich folg dir auf Twitter. Warte kurz. Ah, follow. I'll follow. Hey. Wow, das war... Alter! Genau. Hä? Was? Ich darf sie nicht spammen? Warum darf ich denn nicht spammen? Ja, du wirst jetzt schon sehen, was ich spamme. Meine Faust in dein Gesicht. Nein, machst du nicht. Hast du echt keine Waffe? Nein, das hätte ich dir nicht geboxt einfach. Du boxst mir auch Spaß. Ach, danke. Hör doch mal auf! Mann, warum schlägt man denn Menschen? Wegen der Brutalität und der Gewalt. Einfach aus Spaß, okay? Ja, genau, aus dem Spaß. Wo bist du, Manu? Na, da vorne, hallo. Hast du mittlerweile eine Waffe? Nee, du bist bei meinem Spawn. Da war was drin, ich hab eine Waffe. Nee. Ich muss nur noch rüber switchen, warte. Da war keine Waffe drin, da war keine Alter, Waffe du schlägst drin. Mich ja! Da war keine Waffe Mann. Drin, oder? War da echt eine Waffe drin? Wie scheiße das ist einfach. Er rennt, ich box ihn die ganze Zeit. Und vor allem, du kriegst mich aber die ganze Zeit. Du richtig ja. Behindert. Aber jetzt werde ich dich benebeln. Und bist du blind? Alter, ja. der hat es aber echt geschafft. Getroffen. Einfach, was bist du für eine Missgeburt? Perfekt getroffen. Ganz im Ernst. Ja. Ach, nee. Oh, nein. Oh Gott, du bist aber vor mir in den Tod. Ich bin mit hinterher gesprungen. Manu, hoffentlich stirbst du. Oh, wir leben beide noch. Stimmt, ja, oh, es ist ja. Oh Gott, jetzt bin ich so dumm gewesen. Ich bin richtig dumm gewesen. Das war echt richtig dumm, weil jetzt habe ich eine Chance, noch eine Kiste zu finden. Verdammt, ich dachte, man. Oh Gott, bin ich dumm. Ich dachte, da wäre Wasser, ne? Also ja. Geil. Wolltest du mich gezielt runterwerfen, du Arschloch? Ja, ich wollte dich da runterwerfen und hinterher springen, weil ich dachte, da wäre Wasser und ich boxe den Rest tot, aber dann war es gar kein Wasser. Da war es gar kein Wasser, sondern es war Manuel Neuer. Scheiße. Okay, jetzt ist wieder kritisch hier. Kritisch, ja. Das ist wieder kritisch. Verdammt. Du bist doch keine Enderperlen mehr, ne? Ich sag mal da nichts dazu. Kein Kommentar. Bitte kein Autogramme, keine Fotos. Wenden Sie sich an meinen Anwalt. Für diese weiteren Fragen an meinen Anwalt wenden. Ach verdammt, was ist denn jetzt hier? Was habe ich denn da für einen riesen Fehler gemacht? Das war so geil. Ich hatte einfach nur noch ein halbes Herz. Und ja, jetzt habe ich ein Schwert. Na toll, okay. Ich werde noch verlieren. Und ich bin auch gereckt. Ja, geil. Das Geile. Ich werde noch verlieren, Leute. Fast komplett gereckt. Okay. Wird mein Untergang, aber ich habe einen Plan B. Einen Plan B habe ich. Solange du den Aufstieg hattest. Okay. Wo bist du? Versteckst du dich? Würde ich nicht machen. Nee. Nee, das ist nämlich dein Plan. Du wartest jetzt, bis die Kisten gerefillt sind. Ach, das stimmt, das kann ja passieren. Ja, aber nach Ewigkeiten. Oh Gott, ich hab richtig Panik, dass du mich erst findest und ich dich nicht. Und du hast eine Waffe. Ich hab nämlich immer auch kein Schwert, ne? Ja. Verdammt. Suche dich. Gut, ich suche was anderes. als dich. Aber oh Mann, Leute, das war jetzt echt eine dumme Aktion von mir. Ja, aber du hättest mich ja gar nicht mehr kriegen können, oder? Hä? Doch, Ich hätte dich einfach töten sollen, anstatt dich da runter zu schubsen. Hey, ja, aber ich bin ja selber noch in die Richtung gesprungen. Ach, weil du wusstest. Du wolltest da runter? Ja! Ach, ich hab dich gezielt da runter geschubst, weil ich dachte, du wärst dann tot, aber man stirbt ja niemals in dem Leben, im Spiel durch Fallschaden, sondern man stirbt ja immer nur durch den letzten Hit. So klingst du für mich. Ja, gut. Weißt du, wie du für mich klingst? Hm. Wie so ein Murloc in Minecraft. Ich seh dich. Wo bist du? Okay, da unten ist er. Ich hab seinen. Hä? Der ist in dem Brunnen drin. Ja, ich komme. Nein. Ich muss hier weg, Leute. Ich muss da hier drin? Weg. Oh nein. Ich muss hier weg. Wo bist du hin? Da vorne bist du. Hä, wo? Ich hab nur einen Pfeil gesehen. Hallo Manu. Da bist du. Ich
hab dich gesehen. Okay. Ich hab leider nur 3 Pfeile, das wird ihn gleich nicht töten. Hier war ein Schwert drin, ich hatte die ganze Zeit gar keins. Du hattest keins? Nein. Oh nein. Jetzt hab ich dich mal verarscht, okay, ne? Das hab ich von dir gelernt. Scheiße, er hat gelernt, sich zu... Ich hab 17 Pfeile übrigens. Ja, ich hab 3 Pfeile und wenn alle 3 treffen, kann ich wieder Faust töten. Okay, hab keinen mehr. Ja, gut. Wenn alle treffen, so richtig schlecht. Scheiße. Also rein theoretisch, wenn jetzt alle treffen, dann habe ich gewonnen. Aber wenn nicht, dann habe ich verloren. Ich renne jetzt weg und suche ein Schwert. Ja, du hast nur 3 Pfeile, ja. Ja, bist verarscht. So eine Missgeburt. Ich hatte nämlich auch ein Schwert. Ich hatte ein Schwert und ich hatte noch 8 Pfeile übrig. Du hattest ein Schwert? Ich hatte auch ein Schwert. Seit wann? Ja, seit eben habe ich es gefunden. Ey, ich hab bestimmt in dieser Runde 15 Kisten geöffnet. Ich hab sogar mehrere Schwerter gehabt. Und da war dann endlich das Schwert drin. Es ist immer ein Psychospiel bei diesem. Oh nein, jetzt fängst du wieder an, dass es überbelichtet ist. Oh. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich mach jetzt einen kleinen Cut hier und versuche die Kamera jetzt etwas dunkler zu machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Einen Moment, bis gleich. So, da sind wir wieder. Die Kamera ist jetzt nicht mehr mega überbelichtet. Aber das Problem ist, die Sonne strahlt halt genau in mein Gesicht. Es ist jetzt 1:1. Und ich würde sagen, ab ihn nicht so. Ah, du hast mich in eine Runde. Ja, hab ich. Okay. Oh, Kevin, du bist ein ganz schön frecher Hund, ne? Ein Lausbub bin ich. Okay. Gut, gut. Steht 1:1. Ja, steht ja, 1, ne? Es steht 1:1, ja. Die erste Runde, wo wir mit Rüstung gespielt haben, zählt ja nicht. Alter, was man hier für Sachen findet. Hä, was hast du denn bitte für Sachen? Eisenrüstung und sowas? Ja, komplette. Ja, läuft bei dir. Bei mir läuft die Suppe runter. Hallo? Na? Nein, oh. nein. Ja, diese Runde geht schnell vorbei. Diese Runde geht vielleicht schnell vorbei, vielleicht aber auch gar nicht so schnell. Wo bist du? Da bist du. Oh! Hä? Ja. Ich hab mich. Ich weiß, was? Ich hab mich da noch geportet. Du hast in dem Moment geportet, ich hab dich noch erwischt. LOL. Okay, das war eine schnelle Runde. Du hast keine Waffe gehabt? Oder was? Alter, doch, doch, aber zu spät. Erst da, wo ich stehen geblieben bin, wo du mich zum ersten Mal gesehen hast. Dann hättest du besser abhauen müssen. Warum bist du auf der Mauer geblieben, da wo du die ganze Zeit so offensiv wärst? Warum bist du in die Höhle reingegangen? Weil da Wasser war und ich dann hätte noch weniger wegrennen können. 2:1, Manu. Ja. Das könnte die letzte Runde sein, könnte aber auch dein Sieg werden. Wir spielen die Map Tortuga. Okay, oh ja. Oh, die. Na, die kenne ich. Die ist ein bisschen, die ist ein bisschen klein. Nee, ich kenne die. Kenne ich die? Nee, ich habe die verwechselt mit einer. Ich kenne die gar nicht. Wir haben schon mal gespielt zusammen. Ich habe die bis jetzt nur mit dir gespielt, die Map hier. Hä? Die haben wir schon mal zusammen gespielt, ja. Oh nein. Vielleicht erkenne ich sie jetzt gleich. Hä? Welche ist das? Tortuga. Ja, klar, aber ich kenne sie nicht. Ja, dann musst du. Ich stell dir mal vor. Tortuga, Manu, Tortuga. Ja, ach, hallo. Ja, das ist nett, deine Bekanntschaft zu machen, sagt die Map. Echt? Ja. Kannst du mit Maps reden? Ich kann das und ich möchte auch nicht, dass du es anzweifelst. Hä? Mach ich ja nicht. Ja, hab ich aber das anzweifeln würde. Sarkastischen Unterton habe ich das schon gehört, dass du es nicht ernst nimmst. Hä? Ja, finde ich echt eine Scheißaktion von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, jetzt finde ich 4 Schwerter, ja, natürlich. Ja, danke schön, dass ich noch immer kein einziges Schwert habe. Okay, das ist mein Untergang. So wie mir jetzt geglaubt hättest, dass ich 4 Schwerter gefunden habe. Ja, habe ich dir geglaubt und das war dein Verrat. Das war dein Verrat. Das war dein Fahrrad, was für ein Fahrrad? Warum hat Ahmed kein Schachbrett? Weil Arafat kein Fahrrad hat. Oh Mann. Du hast gerade eine Perle geworfen hinter mich, ne? Nee. Hä? Alter. Wie viele Schwerter habe ich gerade gesagt, habe ich? 4. Also ich muss sagen, so langsam komme ich dem schon ganz nah. Wo lungerst du denn rum? Erzähl mal. Nö. Ich erzähl dir gar nichts. Nö, mach ich nicht. Ich erzähl dir gar nichts. Und dabei bleibt es. Okay. Sehe dich. Ne, echt? Siehst du mich tatsächlich? Ja, da kommt der Manu. Hä? Und ich hänge einfach. Ja, geil. Was denn? Ich hänge fest. Was war das denn? Ja, Manu, wenn du zuvor eigentlich mit den Enderperlen rumhantierst,
Bist du ein Enderman oder was bist du? Ich bin Enderman, ja. Vom Beruf. Okay, okay, cool. Finde ich auch. War schon mal mein Berufswunsch? Ah, da bist du ja. Ich habe kein Schwert, geh weg! Ich habe auch kein Schwert. Oh, oh Mann, ich hatte drei Schwerter. Oh Gott. Ja. Alter, ey. Die eine Runde. Dieses Rumbacken riecht voll auf. Warum? Wie hast du denn rumgebackt? Ja, ich war einfach ich war einfach in einem Block drin. Du hast dich in den Block reingebaut. Ja, das Gleiche kann ein Varro auch passieren, ne? Deswegen. Mit Enderperlen müssen wir richtig vorsichtig sein. Aber Enderperlen sind verdammt wichtig. Die müssen wir auch holen. Also, die sind echt gut. Die machen zwar zwei Herzen Schaden, wenn man aufkommt, aber. Wenn wir einen Trank haben, sollten wir am besten den Trank trinken und dann mit der Enderperle zum Gegner direkt. Ja? Das ist vielleicht auch nur eine falsche Taktik, die ich gerade erzähle, falls unsere Gegner zuschauen. Okay, das war's für die heutige Folge Road to Varro. Es gibt noch eine Folge auf Manus Kanal. Hallo? Manu. Ja. Die ist in der Beschreibung verlinkt, also Manus Kanal. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr die zweite Folge gucken. Und da gibt es noch eine Runde Syndicate Games, ob wir da... Ja. Ob ich da gewinne oder verliere, das weiß ich nicht. Oder was da alles Lustiges passiert, das müsst ihr in der Folge gucken. Und ja, ihr könnt gerne auch noch Vorschläge für Spielmodi in die Kommentare schreiben. Ich habe von vielen Leuten gelesen, dass die geschrieben haben, mach einfach eine Survival-Map auf, also eine Hardcore-Map und spielt einfach Survival und farmt durch Sachen. Das machen wir privat, aber das spielen wir nicht quasi so, dass Leute es sehen können, damit unsere Feinde eben nicht sehen, was wir als erstes machen und was wir vorhaben. Versteht ihr? Deswegen. Also, wir spielen jetzt erstmal nur Minispiele und so weiter in World of Varro und so PvP-Modi. Und da könnt ihr euch gerne eins von wünschen, falls ihr einen coolen habt. Ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Birds!